So, Leute, weiter geht's mit Let's Play Uncharted 1. Und die letzte Folge ist eigentlich wieder so lange her zum Sehen, dass der sich die wieder angeguckt hat. Okay. Ja, wir haben jetzt zwei Wege. Wir können da damals hier so eine Ranke, da haben wir wahrscheinlich wieder entlanghangeln können, aber da ist schon so eine Treppe. Ja, jetzt weiß ich nicht. Da ist eine zuhörte Tür. Da steht wieder ein Scheinwerfer. Der startet auch schon sicher seit 400 Jahren. Und ich schätze mal, dass man da nicht weiter kann. Aber ich schätze auch, dass man da rein müssen und dass man da rein kann, wenn man jetzt halt außer rundum. Ja, macht Sinn. Aber gut, wir haben unsere Desert Eagle, haben wir da 3 Schuss. 96 Schuss von der M4. Und irgendwie müssen wir da hochkommen. Da ist schon wieder so eine Ranke. Komme ich nicht auf. Okay, da komme ich auch nicht auf. Dann probieren wir es mal auf der anderen Seite. Vielleicht ist da irgendwo so eine Kante oder sowas, wo wir auf können. Zum Beispiel dir da. Ah, jawohl. Haben wir es doch eh schon. Gut. So, ja. Ah. Okay, dann müssen wir doch irgendwie über das andere Tor da zuerst und dann hinter mir. Halt immer der lange Weg, weil es wäre sonst zu einfach. So, wechseln wir wieder. Nochmal Schwung holen, gescheit. Okay. Und jetzt sind wir über der Tür. Jetzt können wir da wahrscheinlich rauf. Was zur Hölle ist das, Mann? Wer baut denn sowas? Okay, und ab wieder. Ich möchte jetzt nicht loslaufen. Wo ist die nächste Kante? Ist es dir? Wow, okay, alles klar. Da sind Gegner. So, einen Schuss habe ich noch. Sitze. Okay, passt. Sturmgewehr! Also, wir sind jetzt auf der anderen Seite von der Wand. Das ist schon mal gut. Wo genau wir sind, weiß ich nicht. Aber wenn wir in die Richtung da weiterlaufen, wo der Typ da gerade ist, sollten wir in den Onagata kommen. Allerdings gerade da noch eine Treppe ab. Wofür? Können Sie? Dass man da zuwehren kann. Das ist die Tür von draußen. Das heißt, wir können eigentlich oder und Omega. Der Brunner kommt mir verdächtig bekannt vor, wenn ich mir jetzt sage, dass ich wieder am Anfang bin. Und dass ich eigentlich hätte die letzten 2 Folgen oder so komplett überspringen können, wenn ich einfach drauf gegangen wäre. Nein, das macht auch keinen Sinn. Jedenfalls, sehr nochmal, dass das absolut keinen Sinn gemacht hat, dann an der Geheimgang zum Benutzer. Weil wir sind trotzdem immer noch im selben Areal. Und wenn jetzt mal wissen wird, okay, mit X laufen wir los, alles klar. Hey, hörst du mich? Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. In der Kirche. Aus irgendeinem Grund hat jetzt kurzzeitig der Untertitel gefehlt vom Sully. Und ich habe es nicht gut verstanden. Anscheinend. Wenn wir zur Kirche, weil dort irgendwas. Eine geheime. Lol. Siehst du das, Mann? Mittelmäßiger Schatzsucher. Mittelmäßig? Wir sind voll die Pros, Mann. Was hast du da mittelmäßig? Die sind nicht ganz koscher. Aber ja. Wir müssen zur Kirche, wie sowieso schaut. Und in der Kirche waren wir noch vorher schon, da waren wir aber unter denen. Und die geheime Empore, die er da meint, ist wahrscheinlich hinter dem Glasfenster mit dem Herzle da. Also, spekuliere jetzt mal nur. Aber ich schätze, das werden wir bald rausfinden. So, wo ist die Kirche? Ist das die Kuppel dahinter? Ah, okay. Schon du sollst Gangs da weiter.
Oder wir sind jetzt in der Kirche. Ist das Kirche? Das schaut so kirchlich aus. Oh, da sind wieder Gegner. Natürlich. Zwar keine Ahnung, wie ihr Jungs daherkommen sind. Aber ihr werdet sicher eure Daseinsberechtigung haben laut Drehbuch im Spiel. Deswegen sind wir da jetzt mal nicht so streng und sind nochmal drüber weg. Na, die Spice nehme ich nicht auf. Automatisch Rotflinte kann ich in so einem Gebiet nicht brauchen. Ach was, das habe ich vor ein paar Folgen auch schon gesehen. Aha. Was, aha? Ja, an das Symbol erinnern wir uns ja alle. Und das ist schon das, was ich gesehen habe mit dem Schlüssel. Dass ich jetzt, glaube ich, an deiner Schlüssel irgendwie ziehen muss. Damit das dann aufgeht. Ich meine, es ist nicht allzu viel gespoilert, wenn ich das sage, weil ich meine, das könnt ihr euch doch alle denken. Dass es so ungefähr ablaufen muss. Und entweder verwechsel ich das jetzt gerade komplett mit Assassin's Creed. Oder es ist dort tatsächlich genauso. Ich sage jetzt einmal ähnlich. Tatsächlich genauso ähnlich. Das ist wieder eine super Aussage von mir. Könnt ihr da ruhig zitieren. Mit dem Jahresstempel, was ich da wieder gesehen habe, glorreiches. Also entweder vermixe ich die zwei Spiele jetzt echt, oder das ist 1 zu 1 das gleiche. Mit der einzigen Ausnahme, ich glaube bei Assassin's Creed waren da noch so Kette auf der Sitz, wo man sich entlang schwingen hat müssen. Aber das Prinzip und das Design ist, glaube ich, genau das gleiche. So, das war der erste. Jetzt müssen wir noch da oben zu dem anderen Schlüssel. Oder eine Stierkette? Ach, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Wir können mal ja mal in den Kommentaren schreiben, ob er Assassin's Creed von mir auch noch sehr erwähnt. Wobei ich denn eigentlich dafür bin, dass wir fast alle Assassin's Creed machen müssen. Und wenn er mich so fragt, der Einser war strunzlangweilig. Der Zweier war von der Story und von der Aufmachung her der beste bisher, muss ich sagen. Aber das macht ihn leider nicht so mit dem Lieblingsteil. Mein absoluter Lieblingsteil bei Assassin's Creed ist immer noch Black Flag. Die Story ist zwar relativ kurz verglichen mit dem Zweier. Gut, das ist der vierte Teil. Und jetzt wird eigentlich was passieren. Okay. Ja, wie gesagt, die Story ist an und für sich relativ kurz. Man ist zwar ein paar Stunden daran beschäftigt, aber... Warte mal, ich muss irgendwie da umkommen. Ich finde so von dem, was das Spiel bietet, was man alles machen kann und so, finde ich es einfach am geilsten. Danach ist ja... nach Black Flag ist... Ist Unity nach Black Flag gekommen? Oder war da nochmal was dazwischen? Ja, Unity ist irgendwie, es ist groß gehypt worden am Anfang. Und ein paar Leute haben sich natürlich gleich geholt. Ich bin aus finanzieller Gründen leider nicht dazu gekommen. Muss aber dazu auch sagen, dass ich es bis jetzt nicht bereue. Ich habe vom Kollegen Let's Play angeschaut und ich finde es nicht so bombig, weil sie halt wieder zurückgegangen sind auf das, ja, die normale Städte halt, wo du fast nichts machen kannst. Und das kannst du in Black Flag auch alles, nur zusätzlich kannst du in Black Flag halt oben im Schiff umeinander fahren, kannst aufrichten und so weiter. Und ah, sieh mal an. Da ist nochmal so Fernsteher, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Hey Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja?
Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Ohne dass sie mich sehen, da bin ich wieder Spezialist dafür. Also, ich möchte jetzt an der Stelle sagen, das ist ein absolutes No-Go. Wir sind durch die ganzen Katakomben, haben einen Haufen Rätsel gelöst und alles nur damit man da bis an eine bestimmte Fernstelle raus kann. Und wir sehen, dass im Hinterhof nochmal ein Gebäude steht. Mit dem Symbol auf dem Dach. Weißt du, das ist ja nicht so, als ob man das nicht. Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Es ist ja nicht so, als ob man das nicht von woanders auch hätte sehen können. Und ganz ehrlich, wie gut ist der Schatz bitte versteckt? Wenn sie dahinter einfach so ein Hinterhaus anstellen und im Haus die ganze Rätsel verstecken. Wenn einer genug Zeit hat, dann läuft er einfach ums Gebäude rundum, schaut sich der Garten an und dann kommt er dort auch drauf, dass da nochmal ein Gebäude steht. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, das. Ich finde, das geht überhaupt nicht. So, nehmen wir jetzt ein Snipey. Und sie sind nervös oder schleiche ich mich durch? Ich weiß, dass ich bei Uncharted irgendwie im Schleichen nicht so erfolgreich bin. Deswegen, der hat die Säge. Machen wir das! Einfach wieder mit Brute Force. Sturmgewehr schnappen. Und einfach mit da durch. So, okay, dann schnappen wir so noch am anderen wieder. Ah, vielleicht wäre das Scharfschützengewehr doch nicht so schlecht gewesen. Jawohl, Doppelkill. Der lebt noch. Oh. So, sorry, ich habe kurz niesen müssen, das wollte ich nicht unbedingt aufnehmen. Triff ich dann von da? Den sehe ich. Hey, wo ist der? Da ist der. Gut, er ist hinüber. Oh, da ist nochmal ein Mensch rot. Hey, da liegt. Lol, ernsthaft, da liegt ein Schatz. Ein Silberschädel. Jetzt haben wir ein Goldsäbel und. Ein Goldsäbel, vor allem ein Goldschädel und ein Silberschädel. Und du renn jetzt umeinander. Headshot, Bitch. Das war mal der Burgbrunnen, sowieso schaut. Die wollen noch Muni, aber das ist nicht die Muni, die ich suche. Oh, und ich glaube, das war die andere Tür, wo wir da gesehen haben. Okay. In dem Fall sind wir jetzt auf der anderen Seite, alles klar. Der hat den Desert, den nehme ich natürlich gern. Alle drüber von einem Hufer, das sehe ich natürlich auch gern. Der versucht mich da zum Flankieren, der sehe ich, und dann kümmere ich mich gleich. Komm schon, jetzt sind nur ein Schuss. Da ist er. Ja, komm. Jawohl, der hat getroffen, aber das hat nicht gereicht. So, Brachial-Kombo. Hat wieder glückt. Oh, Granatewerfer. Nee, den brauchen wir dann nicht mehr. Da kann man nicht weiter. Ja, würde man sagen, gehen wir direkt durch den Haupteingang. Der steht nämlich offen. Schauen wir da noch, ob irgendwas rumliegt, wo wir eventuell noch vielleicht brauchen können. Na, schaut nicht so aus. Also gehen wir hin in die Höhle des Löwen. Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Das wissen wir, weil der Navarro und der Roman da schon hingegangen sind. Nachdem sie ihm einer falschen Fährte gefolgt sind, die sie natürlich direkt zum Schatz bringt. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Mit diesen Symbolen. Okay, wir haben der Heilige Gral. Wir haben zwei kreuzte Pfeile. Ein Anker, ein Buch, eine Schlange, eine Muschel und eine Krone. Oh Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet.
Da, das ist eine Muschel. Die auf dem Bild war aber upside down, deswegen drehen wir die jetzt. Dann haben wir die Schlange, die hat nach links geschaut. Dann haben wir die Krone ist richtig. Dann haben wir da. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist der Heilige Gral, der ist auch richtig. Dann haben wir da. Wie kann das genau anschauen? Ihr erkennt es nicht, in welche Richtung das jetzt dort. Ist das richtig oder falsch? Das Buch hat das Emblem auf der linken Seite. Aber ihr kennt es nicht, ihr kann das nicht anschauen. Ja, lass es mal so wie es war. Ich glaube, so ist es schon richtig. Okay, dann haben wir da die zwei Pfeil. Die haben nach oben geschaut. Und jetzt zeige ich, das war's. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte! Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da! Was? Das ist eine Falle! Sally, wenn alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jo. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Kapitel 16, das Schatzlager. Na bitte, jetzt haben wir noch. Da das Säge stürmen wir mal weiter und entdecken diesen glorreichen Schatz. Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. What? Okay, die haben das Schatzlager also in den Berg reingegraben und das die Kapelle da vorne, das war also nur der Eingang, so gesagt. Das richtige Schatzlager ist also irgendwo in dem Berg. Wo sollen wir lang gehen? Keine Ahnung, Mann, das ist viel zu viel Werk. Gehen jetzt da rechts. Dann gehen wir da links. Ich kann mich kaum mehr an das erinnern. Warte mal. Da ist ein Pfeil. Soll ich dem nachgehen oder ist das eine Falle? Okay, dann für was eine Falle. Oh Mann. Elena, komm mit. Das kann ja was werden. Okay, er läuft wieder langsam. Aber es ist kein Dialog mehr da, weil das haben sie schon gesehen. Probieren wir halt mal der andere Werk. Irgendwo muss es da schon weitergehen. Warte mal. Aha. In der Ecke von Jakes Karte stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. Ja, 2 und 5 gibt 7. Das macht Sinn. 2, 5 und 7. Also jetzt sollte ich mal sagen, wir haben die Werke, wo mit 2, 5 und oder 7 markiert sind. Also da habe. Da wollte ich vorher, habe aber dann bin ich nicht dumm gekommen. Halte Ausschau und du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Was haben wir da noch für Werk? 4? Ich denke mal, die falschen Werke führen irgendwie zu einer Falle oder sowas. Weil warum sollte man sich so die Arbeit machen? Was ist das denn für Ding im Fahnenmast? Okay. Was war das? Da war doch gar nichts. Mann, ich hab mich total verirrt. 4? Na, da werden wir nicht ahne.
1 da Uffe, na 1 ist Uffe, ich brauche einen 2. Oh, warte mal, da ist der Schild, hier ist gerade 5, okay, dann machen wir da Uffe. Und da geht's noch 3. Da geht's noch 4, das ist jetzt falsch, also nehmen wir der dritte Werk. Der zwar nicht markiert ist, aber bevor wir zwei Falle ablaufen. Irgendwas gut sein. 2. 2 Horst. Es tut sich was. Nate, was du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Okay, da ist jetzt der Kettercore. Die Frage ist, wenn wir jetzt an das Rad anspringen und aufgeklärt, ich probiere es einfach mal, obwohl das wahrscheinlich. Ne, funktioniert nicht. Ah, ich hänge irgendwo, okay. Da ist so eine Kette umgekommen. Ach so, die 3 zeugt nach links. Aber vielleicht, wenn wir nach oben gehen, ist das richtig. Das geht auch noch sie. Okay, das war die falsche Richtung. Ich sehe es, ich hätte eigentlich nach rechts um mir sollen, da war so ein Sockel. Jo. Ich mache kurz einen Cut an der Stelle. Wir machen gleich in der nächsten Folge weiter. Und bedanke mich aber recht herzlich fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao.